Also, jetzt bin ich in Deutschland. Und jetzt in Frankreich. Nije šala. Henning živi u jednom podijeljenom selu. Lijevo je Francuska, a desno Njemačka. Tako je to još od Napoleonovih vremena. Alois Stasch ovdje rado ide u šetnju. Jetzt befinden wir uns auf der neutralen Straße. Ja, linker Fuß ist in Frankreich, ja. Der rechte in Deutschland. Wir leben hier Europa, das muss man ganz einfach sagen. Ali oduševljenje nije podjednako s obje strane. Sve ovdje postoji dvostruko. Njemački hitrant, francuski hitrant. Francuska crkva, njemačka crkva. Francuski pas, njemački pas. Ograda na granici posred ceste, toga nikad ovdje nije bilo. Ovdje ne uspijevaju desni populisti. Njihove nacionalističke ideje ovdje ne prolaze. Kerstin Moser ipak kaže da je malo naporno to što u selu postoji dvostruka birokracija. Also einen Nutzen davon haben wir nicht. Auch ist das hier mit den Diebstählen oder den Einbrüchen halt sehr speziell. Denn die queren dann die Landesgrenze und sind dann gesehen. Unsere müssen dann die französischen Kollegen verständigen. Das dauert alles viel länger. Dann sind die alle schon über, ja, über alle Berge. Neka druga kaznena djela su tipična za ovo mjesto, kaže njemački načelnik Walter Schmidt. Die deutsche Seite hat immer noch ihre Fahne, die stolz dann irgendwo signalisiert, hier ist Deutschland. Und auf der anderen Seite hat jemand den französischen Mast entfernt, also auf der französischen Seite. Wenn ein Deutscher das gewesen wäre, dann wird Macron wird nach Berlin reisen, ja, und unseren Bundeskanzler darauf ansprechen. Ja. I na jednoj i na drugoj strani granice svi su ponosni na seoski društveni dom. Ohne Europa hat man das nicht hingekriegt, ne? Die Förderung von Europa. Schmidtov francuski pandan Astrid Le Marchaux danas je cijenjena francuska načelnica, no u mladim danima i sama je znala prakticirati ilegalni prelazak granice. Das war Schmuggel. Da sind wir manchmal schön durch das Gässelchen gegangen, damit niemand uns sieht. Alkohol? Nein, nein, Alkohol nicht. Der Wein ist ja doch nicht so gut in Deutschland. Malo dalje izvan sela ljudi muku muče s dvije različite pogranične birokracije. Ovo je imanje Katrin Kleber i njezinog supruga. Prije nego što popriča s nama, Katrin ima još posla. Jedno tele upravo stiže na svijet. Obitelj Kleber uzgaja goveda i nemaju nikakve koristi od toga što je preko puta Francuska. Baš suprotno. Wir bewirtschaften quasi Flächen hier direkt vor der Haustüre, allerdings auf französischer Seite. Würden das gerne als Weideland nutzen, aber die Gesetze besagen, dass die Tiere erst 3 Monate in Quarantäne müssen, bevor sie auf die andere Straßenseite eben nach Frankreich gebracht werden. Ona si priželjkuje još otvoreniju granicu nego što je sada. I za životinje, a ne samo za njezinu kćerku. Jetzt bin ich in Deutschland. Jetzt bin ich in Frankreich. Više Europe je uvijek moguće, usprkos već postojećoj otvorenosti.